Und das ist jetzt auch kein Clickbait, sondern es ist tatsächlich passiert. Ihr habt es auf dem im Intro bzw. auf dem Thumbnail ja schon gesehen und in der Überschrift. Und ja, es ist tatsächlich wahr. Uns ist in Spanien die Marquise von unserem Adria Kastenwagen, Baujahr 2021, abgeflogen. Wir sind gerade vorbei gewesen am LKW und es machte ein Wusch. Anders kann ich es jetzt gar nicht bezeichnen. Und tja, es hat nicht geknallt. Es hat keine Einschläge gegeben, keine hörbaren Einschläge gegeben. Einschläge hat es gegeben, komme ich gleich zu. Aber es hat keine hörbaren Einschläge gegeben. Und ja, dann macht das einen Wusch. Was machen wir? Das Erste habe ich mir gedacht, ist im LKW ein Stück von der Plane abgegangen, die uns zum Beispiel getroffen hat. Kann sein, weiß ich nicht. Dann haben wir die Kamera angemacht. Ist irgendwas mit den Fahrrädern hinten? Aber die Fahrräder haben sauber hinten drauf gestanden. Ist auch nichts gewesen. Auf alle Fälle bin ich dann so langsam rechts rüber gefahren und ich war dann schon auf der rechten Spur hinter dem LKW und dann kam auch ein Fahrzeug, was uns dann aufmerksam machte und nach oben zeigte. So konnten wir auf dem Standstreifen und ein bisschen auf dem Bankett dann stehen und dann ja, bin ich natürlich erstmal ausgestiegen und habe geguckt, was ist hier überall los. Und dann ging ich ums Auto rum, ich bilde auch immer, werde zwischendurch mal ein paar Bilder einblenden, dann bin ich ums Auto rumgegangen und dann habe ich gesehen, dass der Markisenarm, ein Markisenarm komplett wegsteht. Ja, das war also offensichtlich unsere Markise, die wir dort gesehen haben. Und dann haben wir uns natürlich gleich, bevor die freundlichen Erinnerungen kommen, die Warnwesten angezogen und wir haben da ja eine ganze Zeit lang gestanden. Ja, was sollte ich jetzt machen? Jetzt flatterte dort oben eine Markisenstange rum. Die hintere Markisenstange stand raus und die zweite Markisenstange, die lag im Grunde so auf dem Auto. Aber so konnten wir ja nicht fahren. Dann haben wir ja im Grunde eine Platte und auf der Platte hing dann diese, oder ist diese Markise verschraubt. Und zwischen dieser Platte und dem PKW ist eine Schaumstoffleiste und den konnte ich dann mit dem Messer durchbohren und habe dann mit Hilfe von zunächst mal Tackband und dann Kabelbinder habe ich es dann tatsächlich geschafft, nach einer Zeit diese beiden Arme wieder reinzuholen und mit zwei zusammengemachten Kabelbindern habe ich dann die Markise um die Schiene herum, unter die beiden Arme um die Schiene herum, die Markise war ja weg, wieder befestigt. Wir mussten dann noch ca. 30 Kilometer fahren, bis wir auf eine Raststätte kamen. Und dann habe ich eben gesehen, dass beide Heckis, beide Dachluken kaputt sind. Und zwar die vordere Dachluke ist kaputt, das ist ja eine 70x50, die ist eine Doppelverglasung, die war komplett zerschlagen, also das obere Glas war komplett zerschlagen. Und hinten ist eine einfache Dachluke, 40x40, die war einfach nur zerschlagen. Und dann bin ich auch vernünftig ums Auto rumgegangen und habe gesehen, dass wir dummerweise auch noch an der Fahrerseite eine faustgroße Delle drin hatten. Ich habe dann mit unserem Händler gesprochen aus dem Vogtland und habe also die Kamera im Selfie-Modus immer da hochgehalten und habe ihm gesagt, was muss ich lösen, welche Schrauben muss ich lösen. War natürlich unheimlich verbogen, aber ich habe auch einen ordentlichen Hammer. Nicht zuletzt heiße ich Thor Stan, also habe ich auch einen Hammer im Auto, einen vernünftigen. Und damit konnte ich dann nachher am Ende, als ich Schrauben gelöst hatte, diese Halterungen von den Schwenkarmen vom Auto wegmachen. Na gut, wir sind dann gefahren nach Valencia. Wir sind ja immer ganz gerne auf dem Valencia Camper Park. Und auf alle Fälle konnte ich mir auf dem Valencia oder am Valencia Camper Park so eine ganz wackelige Leiter ausleihen. Das hat meine Frau im Grunde fast gar nicht geschafft, alleine zu halten, weil ich bin dann natürlich nach oben aufs Auto und habe angeguckt, was da ist. Und dann habe ich gesehen, dass die vordere Dachluke, wo ja die erste Scheibe zerschlagen war, dass ungefähr so ein Teil von der ersten Scheibe noch unter dem Rest der oberen Scheibe runtergerutscht ist und praktisch auf der unteren Scheibe lag. Aber komplett locker. Also ungefähr so ein Plexiglasteil. Was wäre passiert, wenn dieses Plexiteilglas abgefallen wäre? Wir haben niemanden gehabt, der hinter uns fuhr, weder ein LKW noch ein PKW, der getroffen werden konnte. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben also die nächsten Tage
Wir haben davon geträumt. Ich habe dann nichts machen können, außer das Ganze abdichten. Also ich hatte zum Glück Tackband dabei, 2 oder 3 Rollen Tackband in Silber und in Rot. Habe dann aber festgestellt, so ganz ausreichend ist das nicht. Wir haben natürlich auch nicht nur die Dachluke als solches abgeklebt, sondern ich habe auch immer ein Stück Metall, Dachluke, Metall noch mit abgeklebt, damit das Ding auch halbwegs vernünftig hält. Und dann haben wir tatsächlich 20 Minuten von Valencia weg. Das ist ein riesengroßer Laden, ähnlich wie hier bei uns in Bayern Freistaat, wer das kennt. Und dann haben wir gesagt, fahren wir da mal hin. Und in der Tat, die hatten ein Hegi 40x40. Leider nur das kleine 40x40, aber immerhin besser als nichts. Kostete 160 Euro, Arbeitszeit 2 Stunden, der Lohn 45 Euro die Stunde. Dann habe ich gesagt, prima, wann können wir das machen? Wie flexibel seid ihr? Ja, Mitte April. Wie Mitte April? Ja. Mitte April, wir haben keinen Termin. Ich sage, hier ist Gefahr im Verzug, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob da irgendetwas abfliegt. Nein, es wäre unfair. Und er sagte dann, nein, aus Respekt vor den anderen Kunden, die einen Termin bei uns haben, können wir euch nicht reinschieben. Ich meine, die machen dort Siesta von 14 Uhr bis 17 Uhr. In der Siesta hätten sie es machen können eigentlich. Ja? Dann hätte er 50 Euro Trinkgeld gekriegt, der das gemacht hätte und die Sache wäre erledigt. Und dann war ein freundlicher Camper, Max, vielen Dank, falls du das Video siehst, für deine Hilfe. Der hat mir dann einen großen Sack, so einen grünen Sack gegeben. Und dann konnte ich mit diesem grünen Sack vorne diese Fläche abkleben, damit er also nicht zwischen die erste Scheibe und die zweite Scheibe mehr laufen kann. Und das Ding hat also wirklich gehalten bis hier zu Hause. Und hinten die Dachluke, die 40x40, da habe ich das Loch, das war vielleicht so ein Loch, was da drin ist, das konnte ich komplett mit Tackband abkleben. Und ich habe dann in Augsburg angerufen, hier beim Autohaus Reichert, und die haben uns einen Termin gegeben, bereits am 8. April. Das heißt, wir haben den Wagen dort mittlerweile abgegeben. Vielleicht hat doch der ein oder andere von euch schon mal was davon gehört. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es ist ein schlimmes Erlebnis gewesen. Ich wünsche es niemandem. Uns ist zum Glück nichts passiert. Wir werden einen großen Schaden haben, ja. Aber uns ist zum Glück nichts passiert. Anderen ist zum Glück nichts passiert. Und insofern ist es nur ein finanzieller Schaden. Das wollte ich euch mitteilen. Und ja, vielleicht verlinke ich unten nochmal das Video von diesem Ehepaar, den die Markise auch in der Baustelle von abhanden gekommen ist, beziehungsweise aufgegangen ist. Könnt ihr ja gerne auch nochmal reinschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne ein Like, teilt das Video gerne und abonniert den Kanal. Das würde mich am meisten freuen. Und dann sage ich mal vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao.